So, weiter geht's heute mit dem Rennen in Frankreich. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fan 2019 mit dem jetzt 9. Saisonrennen. Ja, mal gucken, was drin ist. So. Oh, trocken, das ist schön. Kein Regen. Willkommen in Frankreich auf dem Circuit Paul Ricard zu einem spannenden freien Training, das bestimmt ein ebenso spannendes Rennwochenende einläuten wird. Natürlich liegt der Fokus hauptsächlich auf den Fahrern, aber es ist sehr wichtig, dass auch die Mechaniker alles hinbekommen, da schon der kleinste Fehler das Team und seine Fahrer ein gutes Rennresultat kosten können. Diese Typen sind so akribisch. Sie trainieren dauernd all ihre Abläufe und perfektionieren sie. Denk ja nicht, dass sie nicht genauso unter Druck stehen wie die Fahrer. Derzeit ist das ganze Team sehr angespannt. So. Gut. Komplett trocken. Alles gut. Dann mal los. Ich finde diese Strecke so extrem verwirrend. Muss ich mal so sagen. Mal gucken, was drin ist. Gucken, wie die Zahl wert ist. Es kommt davon, wenn man Katzen ärgert. So, eine Runde versuche ich noch. Vielleicht zwei. Mal gucken.
tops of fuel remaining. So, zweiter Versuch auch. Lila. Würde mal eine gute Zeit werden, wenn ich nicht in den letzten Kurven verkacke. So. Wir machen mal einen Versuch. So. Ja, das reicht nicht. Wenn nur minimal. Hauptsache vorne dabei, das ist das Wichtigste. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Bottas und Alexander Albon. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So.
So, sind wir durch im ersten Training. Kommen wir ein bisschen mehr Leistung rein. Dann war ins Training 2. Gut. So. Also wird es jetzt verfroht, genauso wie im nächsten Training auch. Weil Weiß brauchen wir wahrscheinlich nicht im Rennen. So. Na, ich bin hier guter Dinge, dass wir das nächste Ding auch noch gewinnen hier. So, das hier hast du bisher aufgeploppt. Aber das sollten wir unterbieten. With that, you're now currently the fastest in this session so far. Das ist schon mal Sektor 1. Das ist halt Sektor 2. Die letzten Kurven noch vernünftig treffen und dann wird es eine neue Bestzeit. Passt. Ja.
Wird nichts werden. Gut, dann nee, es ist keine Chance. Hat sich nämlich jetzt gerade erledigt. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Gasly und Sebastian Vettel. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Genau so ist es. So. Gut. Dritte Training. Ausprobieren. Ein bisschen vorsichtiger jetzt fahren, ohne die Traktionskontrolle. Okay, jetzt wissen wir hier mal dazu. Probieren wir das Bewährte.
Situation ist nicht gut. Trotzdem eine halbe Sekunde durch. Vielleicht schaffen wir doch noch die Runde zu holen, um eine Bestzeit zu setzen. Zweiter Sektor mal hin. Brechen wir den Motor. Vorne mit dabei. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Bottas und Lewis Hamilton. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. So, das Training ist durch für Freitag und dann heißt es morgen noch Qualifying. Und Rennen am Sonntag. Vorhersage bleibt trocken, das ist gut. Dann sehen wir uns morgen wieder.